Ein bisschen Probleme scheint der Server aber heute zu haben. Also Aufsammeln von den Ressourcen und so weiter, das ist nicht ganz stimmig. Dann, als wir die Steine abgebaut haben und so weiter, ging es auch nicht voran. Da ging es ja immer wieder ein Stück zurück und so. Nee, nur Steine. Ich will jetzt wieder hier raus. Ach, ich vergesse immer, dass ich dann ja eigentlich nur buddeln muss. Wenn ich irgendwo runtergeplumpst bin. Hey, das ist aber fies hier. Zack, und schon sind wir wieder draußen. Das vergesse ich immer. Na, durch dieses gewohnte, ich kann an dem Terrain nichts ändern, suche ich immer nach einem richtigen Weg. Da ist ein Lizardman. Ach komm. Ich bin neugierig. Ich weiß, das ist blöd. Ich bleibe nie starr bei dem, was ich wirklich vorhabe. Ja, es leckt. Es leckt sehr. Rucktide, da haben wir es auch schon. Und den Kreaturen kriegen wir also die Haut, die wir brauchen, oder das Fell, wie auch immer, um die Eisenpicke herzustellen. Und wie ihr gesehen habt, so im Kreis kiten, das funktioniert. Zumindest, wenn man im Moment einen Bug hat, diesen, nicht Bug, sondern, ja, dieses Leck oder was auch immer. Scheint also zu gehen. Da ist was Neues. Da ist ein neues Kreatürchen. Ein Trike! Ein Dino-Trike! Ist ja irre. Da haben wir einen neuen Dino. Wir haben einen neuen Dino. Komm, zeig dich in deiner ganzen Pracht. Ui. Hey, nicht aggressiv sein. Ein Trike ist ein Pflanzenfresser. Du bist ein Liebestier. Will dich von der Seite sehen. Was da? Aua! Du Haus aber. Du bist kein Liebestier. Oh, ich habe alle meine Pfeile aufgebraucht. Das ist, ja, nicht so schön. Dann renne ich jetzt mal nach Hause, muss neue Pfeile herstellen. Und hatte Glück mit dem Lizardman, dass der mit dem letzten Pfeil, jo, über den Jordan ist. Ich muss trotzdem jetzt noch mal gucken, Trike. Den möchte ich noch mal von der Seite sehen. So in Großaufnahme oder so. So zumindest etwas näher ran. Da. Da ist er, der Trike. Jo, jetzt haben wir ihn. Das reicht. Jetzt laufen wir wie ein Feigling nach Hause. Oder beziehungsweise, nö, nach Hause brauchen wir gar nicht. Wir müssen ja noch ein paar Fiber einsammeln. Dann machen wir das jetzt. Also es wird definitiv eine richtige Farmfolge werden.
Oh, das habe ich gerade auch schon gesagt. Und was habe ich gemacht? Ich habe einen Lizardman erledigt und bin in eine kleine Grotte rein und ach. Es gibt so viel zu entdecken und wenn ich was entdecke, dann gucke ich mir das auch an. Kommt natürlich dann da super schnell zu, dass man dann sein eigentliches Ziel aus den Augen verliert. Wie ihr auch bei mir gemerkt habt. Mehrere Ziele anvisiert und aus den Augen verloren. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich hier auf jeden Fall erstmal bei dem Farmen bleibe. Ich muss hier allerdings einmal kurz um die Bäume hier rumrennen, damit ich den Dicken loswerde. Und der mich hier an seine Blümchen lässt. Das ist nicht wahrlich. Ich bin gefühlt bin ich weg. Und dann erwischt er mich doch noch. Man kann das ja kombinieren, ne? Das Kiten kann man ja mit dem Pflanzensammeln kombinieren. Wenn ich hier gerade schon mal so vier Pflanzen auf einem Haufen sehe, wäre es blöd, die ungeachtet hier rumstehen zu lassen. Alles eingesammelt? Sehr schön. Dann gehe ich jetzt weiter. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich mich jetzt so dieser Grenze nähe, wo ich wirklich meinen Heimatberg nicht mehr wiederfinde. Ich würde jetzt im Moment sagen, der ist das, aber... Da! Ich sehe da hinten noch Dinos! Oh Mann! Oh Mann! Echte Dinos! Ganz viele Dinos! Wie sieht's denn aus? Bin gerade wieder hungrig? Noch einmal, ob wir da ein Dino finden in der Nähe. Da ist was. Da ist einer hinter dem Baum versteckt. Jetzt fangen sie an, sich alle zu bewegen. Oh Mann, die sehen aber schnell aus. Die sehen natürlich auch gefährlich aus, aber ich befürchte eher, wenn ich in deren Nähe komme, dass ich, sobald sie aggro sind, keine Chance habe, mehr wegzurennen. Okay, da bin ich und ich muss jetzt... Ja gut, brüll nicht so, Löwe. Dino. Also ich werde jetzt, sobald ich zu Hause bin, die Markierung auf der Karte setzen, damit ich halt weiß, ne, weißes Häuschen, und weißes Ding einfach dahin machen und da bin ich dann zu Hause. Dann weiß ich immer, in welche Richtung ich laufen muss. Weil gerade bei diesen Entdeckungstouren wie jetzt hier, kann es doch schnell passieren, dass ich die Orientierung verliere. Wir rennen also jetzt nach Hause. Materialien haben wir genug, denke ich, für den Steineausbau unserer Hütte. Da oben ist Elite. Da ist ein Elite Lizardman, den wir eigentlich haben wollten zum Testen, wegen seiner schicken Seele. Ups, jetzt liegt da alles unten. Da habe ich aber keine Lust, weil dann muss ich mich da von unten wieder nach oben buddeln. Das mache ich nicht. Hier ist nichts drin. Doch, da, eine Fledermaus. Ein Imp. Brüllt der, okay, der ist auch aggro. Meine, die sind alle aggro heute. Aber es gibt wirklich scheinbar hier keine friedlichen Tiere. Also Tiere mit Fluchtinstinkt oder ähnliches. Die scheinen alle wirklich
auf Angriff gepolt zu sein. Lediglich die Aggro-Range ist differenziert. Aber dass man jetzt so ein Tier so gefunden hat, dachte man, oh, ist süß, streicheln. Ich nicht. Obolös. Der Vorteil ist bei diesen kleinen Erkundungen, die ich jetzt immer mache, dass ich meine nähere Umgebung kennenlerne. Und dann auf diesem Wege halt das Gebiet, wo ich mich auskenne, immer ein bisschen größer wird. Also den Weg nach Hause wiederfinde. Also Essen ist heute sehr viel. Sehr viel Bedarf. Mache ich heute denn mehr als in den vorangegangenen Sessions? Ich glaube, ich bin ja die ganze Zeit am Rennen. Das hat damit auch eine große Auswirkung auf meinen Energiehaushalt, ne? Ganze Zeit nur am Rennen ist, dann ist das strapaziöser, als wenn man zwischendurch mal eine Gehpassage einlegt. Oh, ganz viele Bären näher meiner Base. Da müsste ich auch mal schauen, ob ich da eine Mauer mal baue. Oh, einfach so ein kleines Zäunchen. Aber das machen wir später. So viel haben wir gar nicht gesammelt. Schaut mal, wir haben gerade mal 200 Stück. So. Plus minus. 200 Stück plus minus. Okay, also eins. Das reicht nicht. Wir brauchen zwei. Müssen also auf jeden Fall noch einen Lizardman erledigen. Alles nach dem Bau. Jetzt wird erstmal nur gebaut. Dirt packe ich jetzt auch mal hier mit rein. Das hatte ich zwar vorher mit in der Steinekiste, aber das irritiert mich da jetzt drin. Also ich möchte das zumindest jetzt gerne hier drin haben. Irritieren ist vielleicht falsch gesagt. Und ich muss unbedingt wieder ein paar Tiere generell erledigen, weil das Fleisch halt schneller mich aufhübscht, statt die Bären. Und ich halt bei den Bären ziemlich viele futtern muss. Gut. Das ist bald hinüber. Das darf ich nicht aus den Augen verlieren. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt kommen viele Sachen zusammen. Aber Seelen und die Talismane, die nutzen sich wohl nicht ab. Das geht ohne Abnutzung. Und losch. Losch geht's. Losch geht's. So, machen wir erst den Boden. Denke, ne? Dann kann man hier bequemer überall rumlaufen. Ja, dann machen wir erstmal einen Böden. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Stück fürs Erste. Also 12 Seelings fürs Erste. 12 Steinseelings. Und ah! Ich kann das nicht im Hintergrund bauen lassen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Okay, deswegen hat er beim letzten Mal auch abgebrochen. Könnt ihr euch daran erinnern, da ich das schon mal gesehen, schon mal machen wollte, mehrere Ressourcen. Wenn ich also das Craft-Menü definitiv schließe.
Irgendwas stört hier. Warum kann ich hier nicht bauen? Was ist denn an diesen beiden Stellen? Bin ich irritiert. Okay, ich habe die Treppe zugebaut, sehe ich gerade. Ich habe meine Treppe zugebaut. ja, gut, okay. Alles ein bisschen eng, aber größer können wir später. Aber schaut mir, wie weit die überlappen. Ob man das nachher nutzen kann, wenn man so eine Form reinschnitzelt in die Foundations? Wenn die so weit überlappen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das hier nicht funktioniert. Ich nehme einfach mal die Ecke hier weg. Im Moment kann man ja nur testen. Eine andere Variante, eine andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht, um irgendwas auszuschließen. Vielleicht hat das Bild was damit zu tun. Obwohl, da hinten haben wir auch bauen können. Da war auch ein Bild. Wir schauen. Zwei Stück. Also jetzt kann ich da zumindest bauen, wo ich vorher nicht bauen konnte. Dann nehmen wir das Bild weg. Können aber trotzdem noch nicht bauen. Und jetzt können wir auch hier nicht mehr bauen, wo wir vorher gebaut haben. Woran liegt das wohl? Entferne jetzt die Wände. Dann kommt das Dach weg. Nö, auch nicht. Dann könnte es jetzt noch diese Schräge sein. Also, da scheint es noch einige Probleme zu geben, über welche Sachen man bauen kann und über welche nicht. Eine bestehende Regel, wo ich jetzt sagen könnte, achtet darauf, habe ich aber noch nicht gefunden. Scheint also im Moment so ein bisschen, ja, undefiniert zu sein, wenn man da sagt, ich darf und ich darf nicht. Also, ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Falls ihr dann die Idee habt, auch wieder fleißig bitte in die Kommentare. Weil hier scheint es jetzt zu funktionieren aus. Das scheint also komplett zu gehen. Ja, hier überlege ich mir noch, was ich mache. Vermute, dass es jetzt auch nicht funktioniert, hier die Wände wieder hinzustellen. Vorteil ist, dass es hier keine geschnitzten Wände waren, sondern wirklich diese Standardwände. Also keine mit irgendeiner Form drin oder ähnliches, weil da wollte ich ja eh meine Kisten vorstellen. Okay, hier kann ich mal und mal nicht, seht ihr das? Lang genug über diesen Punkt gehe. Dann irgendwann erwischt er diesen grauen und dann kann ich setzen. Ist natürlich
bestimmt nicht so gewollt. Da. Denke, ihr habt das jetzt mitbekommen. Ich habe also, während ich auf dem Punkt war, immer die linke Maustaste gespammt. Weil ich halt testen wollte oder beziehungsweise immer diesen grauen Punkt, wo der mir sagt, okay, jetzt darfst du bauen. Den wollte ich halt nicht übersehen. Ein bisschen schwierig. Aber es funktioniert.